Moin moin und herzlich willkommen zu der zweiten Runde Packluck auf meinem Kanal. Heute mal wieder gegen einen YouTuber und der YouTuber, gegen den ich spiele, heißt Switch Gaming TV. Macht ziemlich coole Videos, macht auch FIFA-Videos, Link ist in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, naja, warte mal, genaueres noch zu dieser Folge. Wir haben uns wieder geeinigt auf 10.000 Münzen, die wir für das Team ausgeben dürfen. Und ich fange auch gleich an mit dem 7.500er Pack. Ist ja zurzeit Team of the Season Liga BBVA außen. Wenn ich jetzt da einziehe, ja? Wenn ich jetzt da einziehe, von denen jetzt einziehe, das wäre einfach nur Bombe. Das wäre echt Bombe. Wer ist drin? Peter. Oh Gott. Peter Crouch, die alte Couch. Eieiei, aber dafür zwei aus der ersten englischen Liga. Und einen Torwart aus der italienischen Liga. Da könnte ich was draus basteln. Nicht Peter Crouch, alles außer er. Diese Werte sind einfach für den Arsch, die er hat. Er ist halt übelst groß, aber die Werte sind für den Arsch. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber jo, da kann man nicht viel machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mein Team fertig habe. Aber zuvor sehen wir noch, was mein Gegner gezogen hat. Also, bis gleich. So, und der Ball wird sich gleich drehen. Falcao ist auf den Cover. Was wird er ziehen? Das ist die Frage. Er zieht Lucarelli, Isakuenka, Ferreira und Dico, das ist ganz schöne Karten. Mal schauen, was er draus machen wird. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich wieder zurück. Jo, jetzt muss mal wieder was nachkommen hier. Das wollte ich gar nicht. Die Aufstellung. Jo, auf der Bank sitzen natürlich wieder Leute. Die könnt ihr einfach ignorieren. Die werden nicht dazu beitragen. Hier sind drei Spieler. Wieder Crouch im Sturm und so weiter. Meine Aufnahme ist bisschen verbuggt oder keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall linker Mittelfeldspieler. Ist Santon von Newcastle als Italiener. Hat tolles Tempo. Ganz okay, unser Innenverteidiger ist Parsagli von Juve. Und jetzt seht ihr schon, es hat irgendwas passiert. Ja, meine Aufnahme war irgendwie nicht mehr so ganz ordentlich. Auch Bottas ist der zweite Innenverteidiger. Das sehe ich sehr gut, die beiden Spieler. Unser rechter Verteidiger ist Abate. Und auch natürlich ein Italiener. Natürlich sehr starken Link zu Bonner. Dann Candreva, nochmal Italiener aus Lazio Rom, als rechter Mittelfeldspieler, unser zentraler Mittelfeldspieler ist Nocerino von, keine Ahnung, auf jeden Fall hat er Link mit Ledley, unseren zentralen Mittelfeldspieler, und da habe ich jetzt ein bisschen länger gebraucht, weil ich irgendwas erzählt habe. Ich glaube, ich habe erzählt, dass Ledley jetzt nur noch nur 7 KB hat, was sich auch nicht verbessern wird. Auf jeden Fall, ja, sieht man jetzt auch, ist das ganz okay. So, im Sturm haben wir Osvaldo von Southampton, 80er Stürmer, ganz ordentlich, 9 KB hat dieser. Und unser linker Mittelfeldspieler ist, warte, Schürrle, ja, Schürrle, ich habe mir Schürrle leisten können, weil die anderen ziemlich billig waren. Die Spieler, das war gar nicht so schwer, jetzt die Mannschaft aufzubauen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen uns auch gleich zum Spiel über. So, Freunde, ihr seht, ja, hier kommt Switcher 77 ins Spiel. Und ich muss mich entschuldigen, meine Aufnahme ist einfach nur, ihr seht es schon wieder, die ruckelt extrem. Und das Wichtigste fehlt natürlich, das Team. Das Team ist einfach nicht drauf auf meiner Aufnahme und es. Ich hoffe einfach nur, die Highlights sind da drauf. Die wichtigen Sachen sind zu sehen, weil ich habe es jetzt noch nicht zusammengeschnitten. Ihr seht es, es springt über, es macht Käse. Das ist einfach nur scheiße. Das ist einfach nur schlecht und es ist nicht schön. Kann man nicht richtig jetzt da aus Highlights rausschneiden, aber ich hoffe, ich mach das irgendwie. So. Vielleicht passiert jetzt was. Nee, passiert nicht. Wir sagen, wir sehen uns bei dem ersten ansatzweise Chance
erste Ansatzweise Chance für mich und ich laber wieder irgend so einen Scheiß zusammen. Also wir sehen uns bei der ersten Chance, ne? Jetzt bis gleich. Ja, es ist schon die 36. Spielminute. Davor gab es natürlich auch Chancen, aber die waren nicht drauf wegen meiner beschissenen Aufnahme. Kandreva kommt durch, Kandreva passt auf Oswald oder er zieht ab und der Abpraller landet auf Schirle und da steht es schon 1:0 für mich in der 39. Spielminute. Und dann nochmal Chance hier. Crouch mit der Flanke auf Oswaldo, aber Buffon hat da keine großen Schwierigkeiten. Der mit dem weiten Ballabwurf Sanchez, der schickt wunderschön Deco und jetzt wird's kurios. Der Ball ist ewig in der Luft und ich schaff's natürlich nicht, den Ball wegzuköpfen. 1:1 in der 45. Minute. Sowas habe ich noch nie erlebt, wenn ich ehrlich bin, dass der Ball so ewig weit nach oben geht. Das müsst ihr auch gleich sehen in der Wiederholung. Ball, guck mal, wie weit der Ball nach oben geht, das ist unmöglich und so steht es auch zur Halbzeit, 1:1. Und es geht auch gleich weiter, Peter Crouch beweist sich als Dribbelkünstler, Ball auf Oswaldo und der kriegt den Ball nicht rein. Schade. Dann Barzagli, was macht er da? Barzagli mit dem riesengroßen Fehler. Und so ein Fehler wird natürlich bestraft, ja. Und mein Gegner macht es natürlich auch richtig klasse, wie er da vorbeigeht mit Ferreira, den auch gezogen hat. Dann nochmal Abate in der 87. Und das ist wieder Crouch. Junge, du bist 2,1 Meter groß. Mach den rein. Noch eine Chance. 90. Minute. Hier nochmal Peter Crouch. Mann, Junge. Irgendwie kriegt der Gegner den Ball nicht richtig raus. Da kommt aber Schirle. Flanke kommt nicht durch. Schirle versucht mit der Hacke. Schirle kommt nicht wieder richtig dran. Mein Gegner hat den Ball. Ich versuche reinzukrätschen. Ich hätte noch eine Chance gehabt, aber der wird abgepfiffen. Und dann ist das Spiel auch vorbei und ich verliere. 2:1, ganz ärgerlich am Ende mit dem Pfostentreffer. Aber naja, wir waren ungefähr gleich gut und es tut mir nochmal leid. Ich sag's nochmal, es tut mir echt leid, dass die ganzen Aufnahmen nicht drauf ist. Dass die ganzen Aufnahmen, die ganzen Chancen, es waren noch viel mehr Chancen, aber mehr konnte ich jetzt auch nicht rauszaubern. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zu dem letzten Kapitel, sag ich jetzt mal, von dieser Episode, nämlich wie ich meine Spieler rüber transferiere, ja? Bis gleich. Ja, willkommen zurück und ihr habt ja gesehen, ich habe 2:1 verloren, was ziemlich schade ist, wir waren ausgeglichen, aber er hat ziemlich gut gespielt und es war ziemlich anstrengend, das Spiel. Und natürlich muss ich jetzt auch meine Spieler aus dem Team ihn rüber transferieren per Tauschangebot. Und das mache ich jetzt auch gleich live, dass ihr seht, dass ich es mache. Das Pack, was ich gezogen habe, war natürlich ein gutes Pack, kann man sagen. Wir haben jetzt nicht den Oberknaller gezogen. Wir haben Peter Crouch gezogen. Und der ist einfach scheiße. Ja, ich sag's so konkret, er ist scheiße. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kann man mit dem nicht gescheit spielen. Ich möchte es jetzt nicht als Ausrede dafür benutzen, dass ich verloren habe. Aber er ist einfach nur ein scheiß Stürmer. Aber sonst hatte ich ziemlich viel Glück, weil mit den ganzen Siegen und Kiwi hatte ich ja dann volle Kiwi. Ohne viel nachzudenken eigentlich. Also ich habe es nicht jetzt das überkrasse Hybrid-Team gekauft. Sondern ich habe einfach nur Liga an Liga und Nation an Nation gebaut. Und das ist ziemlich geil gewesen, dass ich sowas gezogen habe. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann drückt doch mal den Daumen nach oben. Hat mir auch persönlich wieder sehr Spaß gemacht, gegen ihn zu spielen. Das Blöde ist nur, dass ich ja verloren habe, ist ja ganz logisch, und dass ich zurzeit ziemliche Probleme mit meinem PC habe. Deswegen hoffe ich einfach nur, dass er alles aufgenommen hat. Das wäre so toll. Aber sonst vielleicht ist irgendwie ein Tor weg oder so. Das wäre einfach nur scheiße. Auf jeden Fall, ich hoffe das, und dann verabschiede ich mich auch gleich mal. Jo, servus, macht's gut und ciao.